Zwei, also gut. Zwei Männer, am anderen. Zwei Männer haben eine Frage. Völlig okay. Caro Lupu ist mein Name, ich war gestern auf dem Podium und habe Erfahrungen dadurch, dass ich in einem Bistum Sekretärsarbeiten gemacht habe, einem orthodoxen Bistum. Und ich muss sagen, so wunderbar, dass jetzt hier dargestellt wird, so habe ich das bei den Herumreisen bei der Mehrheit der Priester nicht erlebt. Das ist jetzt eine Runde, die wirklich stark ist, Frauen, die antworten können. Ich habe erlebt, dass Ehen man ganz... Sucht, man findet, ich, was man sucht. Darf ich bitte zu Ende sprechen? Ich habe erlebt, dass Ehen ganz viel auseinandergegangen sind, weil es ein kulturelles Problem gab, dass Leute keine Arbeit gefunden haben, gerade die Ehefrauen nicht. Und zum Teil auch ein großes Alkoholproblem in solchen Familien vorgekommen ist. Das ist jetzt meine Erfahrung gewesen im Bistum. Deswegen, wie gehen Sie eigentlich damit um, wenn Sie mitbekommen, in der Nachbarspfarrersfamilie geht es so zu? Wie unterstützen Sie sich gegenseitig? Also nicht nur die Seite, es ist alles super, sondern wie gehen Sie mit Problemen von Ihren Kolleginnen um? Ich finde es sehr gut, vielleicht gleich das als erste Reaktion. Wir haben auch gesprochen drüber im Vorfeld. Es gibt ja Krisen, es gibt ja auch Scheidungen, es gibt ja auch Trennungen. Es ist ja nicht so, dass das alles ideal wäre. Insofern finde ich es gut, dass Sie die Frage aufgeworfen haben. Und was passiert dann? Wer möchte darauf antworten? Ich habe selber Erfahrung mit Leuten, die Probleme haben. Hier präsentieren wir das nicht ideal, sondern versuchen einfach die Sache so zu präsentieren, wie sie ist. Nach so einer Frage, natürlich antworte ich entsprechend. Es gab solche Probleme. Ich will nicht sagen, dass überall an der Nachbarshaus sowas gibt, um Gottes Willen, egal ob man Priester ist oder nicht. Das ist eine Sache, die an bestimmten Fällen vorkommt, egal warum. Was ich tue an solchen Sachen, ich unterhalte, ich diskutiere. Ich rede erst mit der Frau, nicht als Priestersfrau. Und dann versuche ich, hatte so eine Diskussion vor ungefähr 2 Monaten. Das war ein großes Problem in einem Priesterpaar, die nicht mehr zusammen schlafen, sondern an getrennten Zimmern und die sehr große Probleme haben. Das sollte mich nicht angehen, wenn die nicht sehr gute Freunde beide von mir sind. Irgendwann hatten wir etwas angefangen zu diskutieren und dann, typisch ich, habe ich meine Hände ins Kreuz gemacht und sagte, und mit euch, was ist mit euch? Mit wem redet ihr? Der als Priester sowas zu äußern, ist nicht so einfach. Ich rede jetzt nicht über ein Alkoholproblem, sondern über ein anderes, auch sehr großes Problem. Mindestens an den Abend, weil die sehr weit entfernt von mir wohnen und ich nicht jeden Tag da sein könnte, mindestens an den Abend haben wir normal diskutiert. Denn Probleme soll man mit eigenen Leuten, wenn möglich, diskutieren. Und wenn nicht, dann soll man einen Fachmann oder Fachfrau holen. Aber ich hoffe und durch Anrufe, die ich von meinen Leuten bekommen habe, habe ich einen Bruchteil geholfen. Denn auch das zu äußern, gibt uns mehr Kraft, über sowas zu sprechen. Und wenn man einen gegenüber hat, der die Probleme ehrlich anfasst, erkennt dann auch die eigenen Fehler. Denn wenn ich immer glaube, dass ich recht habe und mein bester Freund, der beste Freund sagt, nee, stopp, da und da und da hast du so benommen. Meinst du, dass das gut ist? Dann kommen Reaktionen. Danke. Sie wollten es ergänzen? Ganz bisschen wollte ich auch noch mal dazu. Zuerst waren wir auch eingeladen heute einfach auch über die Probleme zu sprechen, aber auch ein bisschen auch Licht
in unsere Kirche nochmal das zu bringen. Natürlich gehört auch dazu, dass es schwierige Situationen sind und die Menschen, die Pfarrer und Pfarrersfrauen sind auch nur Menschen. Es gibt auch bei denen, dass sie sich scheiden lassen, dass sie auch Probleme dazu gehören. Und deren Schmerz, natürlich ist auch unser Schmerz, auch als Freunde, als Nachbarn, als Geschwister sozusagen oder Brüder. Und da finde ich immer an erster Stelle, da beten wir auch für sie. Dann beten wir verstärkt, weil das hat uns auch uns etwas zu sagen, warum das gerade passiert dort in dieser Familie. Und zuerst mal das Gebet für die und versuchen wir nochmal verstärkt mit auch vielleicht Freundenkreise nochmal verstärkt für sie zu beten und dann natürlich ins Gespräch zu kommen mit ihnen und sie zu begleiten. Weil manchmal ist es leichter, so ein Gespräch mit den Dritten zu führen, einen Dritten, der ein bisschen befreundet ist oder benachbart ist. Also wir sind nicht insensibel dafür. Es gibt auch die Probleme, wir sehen sie, wir nehmen sie wahr und versuchen sie auch dran zu bleiben. Vielen Dank. Da hinten ist noch mal eine Frage.